Was bedeutet eigentlich der Fachbegriff grundieren? Der Name verrät dir hierbei schon, was Sache ist. Mit dem Grundieren erschaffst du eine optimale Grundlage für deine Beschichtung. Grundieren bringt also für deine nachfolgende Beschichtung eine Menge Vorteile. Du erhöhst die Haftung, die Verankerung wird verbessert und der Untergrund erhält seinen ersten Schutz. Bei deiner Grundierung oder Grundbeschichtung kannst du dann noch zwischen zwei verschiedenen Varianten auswählen. Pigmentierte und unpigmentierte Grundbeschichtungen. Doch was ist der Unterschied der beiden Varianten? Und auf welchem Untergrund werden sie verwendet? Pigmentierte Grundbeschichtungen erhöhen die Schichtdicke, bieten einen Korrosionsschutz, verbessern die Saugfähigkeit oder wirken absperrend. Unpigmentierte Grundbeschichtungen wirken hingegen untergrundfestigend und ermöglichen eine gleichmäßige Saugfähigkeit für den darauffolgenden Anstrich. Mit der tiefen Grundierung ist es zum Beispiel möglich, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu egalisieren, das heißt den Untergrund gleichzustellen oder poröse Untergründe zu festigen. Du verwendest die unpigmentierte Grundbeschichtung auf stark saugenden Untergrund, zum Beispiel auf Holz, Gipskarton und mineralischen Untergründen. Die pigmentierte Grundbeschichtung hingegen zum Beispiel auf Metall und Kunststoff. Schauen wir uns jetzt die Grundierung anhand eines praktischen Beispiels mal genauer an. Wenn eine Fassade gereinigt und ausgebessert wurde, finden sich auf der Fassade die unterschiedlichsten Teilbereiche. Es gibt frische Neuputzstellen, freigelegte Stellen mit sandendem, stark saugendem alten Putz und großflächige Bereiche mit noch festhaftetem Alternstrich. Deine Grundierung hilft dann dabei, diese unterschiedlichen Bereiche gleichmäßig für deine folgende Beschichtung vorzubereiten. Die fluortierten Nachputzstellen und die stark saugenden Stellen werden in ihrer Saugfähigkeit egalisiert. Somit kann der Anstrich gleichmäßig auftrocknen. Die sandenden Putzflächen werden gefestigt. Und auf der festen Altbeschichtung wird eine gute Haftbrücke zum Untergrund aufgebaut. Die Grundierung dringt in die Poren des Putzes ein und bindet die Sandkörner neu miteinander. Somit ist die unterschiedliche Putzfläche jetzt nach dem Grundieren perfekt für deine eigentliche Beschichtung vorbereitet. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre to go ist ein Projekt von Ibis Ackerm, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.